Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir Opa wieder gefunden. Er ist vor unseren Augen zwar gestorben, dachten wir, aber er hat sich nur zurückverwandelt in seine Larvenform und jetzt sitzt er ganz süß in Rex' Helm drin. Wunderschön, das ist er. So, jetzt erkunden wir auf jeden Fall diesen Wald hier. Gormod oder so heißt er, glaube ich, weiter. Denn Grams Opa haben wir zwar gefunden, aber Nia noch nicht. Die muss ja aber auch irgendwo sein. Und ich hoffe, dass wir sie jetzt dann gleich noch finden werden. Aber erstmal am Anfang kurz ein kleines Kämpfchen für ein paar EP. Könnt sogar ein Level abgeben. Ich glaube, diese gelbe Leiste unter der KP-Leiste, das sind ja, glaube ich, die EP. Und das habe ich fast voll. Also könnte für ein Level-Up ausreichen. Mal schauen. Zack. Ich kann es. Aber ja, das ist auf jeden Fall die EP-Leiste. Also ich bin kurz davor, vor meinem siebten Level. Okay. Jetzt habe ich eh auch gerade nicht viel zu erkunden. Ist gerade sehr linear. So, gegen euch zwei auch noch schnell, dann dürfte ich ein Level abhaben, wenn ich gegen die beiden auch noch kämpfe. Ich darf jetzt mal den anderen auch ankommen, hab zwei Gegner auf einmal, wird spannender. War vielleicht auch ein Fehler. Werden wir gleich sehen. Ich muss da auf jeden Fall den Flächenangriff machen. Na, scheiße. Ah, der andere geht aber irgendwo anders hin, der Arsch. Ah. Da habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt. Eigentlich war ich schon tot, so ungefähr. Aber ich habe ein Level abbekommen. Zack. Und wenn man ein Level up erhält, wird man wieder geheilt. Die Techniken wurden sogar alle aufgefüllt, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder waren die davor schon voll? Nee, waren sie nicht, weil ich habe ja direkt davor diesen Flächenangriff da eingesetzt. Okay, also wenn ich im Kampf ein Level up erhalte mit einem Charakter, wird er geheilt und alle Techniken füllen sich sogar automatisch auf. Glaube ich. Weil eigentlich war ich ja tot. Aber ich wurde durch das Level-Up quasi gerettet. Das war knapp. Aber ist ja zum Glück noch alles gut gegangen. Okay. Da hinten ist dann der Zielort. Also wir kommen immer näher. Oh, ein Hindernis. Doch was auf den ersten Blick unüberwindlich erscheint, kann manchmal durch die Spezialtalente deiner Klingen beseitigt werden. Zieh dir den umgestürzten Baum einmal aus der Nähe an. Mhm. Pyra, kannst du den wegbrutzeln? Flamme entfachen aktiviert. Kann sie tatsächlich. Lol. Jetzt ist natürlich die Frage. Warte mal schnell. Könnte ich jetzt... ich habe noch keinen anderen Reisepunkt tatsächlich hier aktiviert. Nur den am... Okay, dann warte ich mal noch, bis ich da noch einen habe. Okay, weil dieses Symbol hier, nämlich da, wo ich jetzt davor stehe, wo Pyro jetzt gerade das wegbrutzen konnte, habe ich ja auch schon am Anfang des Gebietes da rechts oben gesehen. Und da gab es eine Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin, weil da halt auch ein Baum im Weg war oder ein Felsen oder irgendwie so. Also vielleicht kann ich das jetzt auch wegbrutzeln, jetzt wo ich diese Technik mit ihr erlernt habe. Aber ich warte noch, bis ich einen Reisepunkt gefunden habe und dann gehe ich dahin zurück, sonst muss ich den Weg hier nochmal laufen. Wie du siehst, haben Pyras Feuerkräfte das Hindernis aus dem Weg geschafft. Du kannst ihre Spezialtalente überprüfen, indem du im Hauptmenü unter Charaktere die gewünschte Klinge auswählst und dir ihre Details ansiehst. Es gibt viele Orte in Albers, die nur mit Hilfe bestimmter Spezialtalente erreichbar sind. Wenn dir irgendwo ein scheinbar unerreichbares Ziel ins Auge fällt, solltest du dich nähern und es genauer untersuchen. Aber jetzt solltest du erst einmal die Suche nach Nia fortsetzen. Okay, ja. Erstmal vor allem will ich aber einen Reisepunkt bitte bald finden und das dann überprüfen. Da am Anfang des Gebietes auch schon irgendein krasses Secret dann ist vielleicht. Hier kann ich erstmal wieder was sammeln. Okay. So, nämlich Vorstein oder sowas und Schnürwurzel. Okay. Aber das dürften ja nur Sammel-Items wieder sein, die jetzt ansonsten keinen größeren Nutzen haben. And arrived. Aha, and arrived. Gut. All in one piece. Genau, noch am Stück sind wir. Dann gehe ich jetzt mal zurück, weil das wird mich jetzt interessieren. Hier hin. Ja. We're here. We're here. So, shall we? Shall we? Ja. Jetzt will ich kurz gucken, ob ich da etwas machen kann. Und wenn ja, was ich da machen kann. Also ich nähere mich mal dem Ort. Das ist ziemlich mittig hier. Eigentlich dachte ich, dass es eher am Rand wäre. Hier kann sie was machen. Oder? Ja. Wer greift mich jetzt an, der da? So, erstmal kurz ihn aus dem Weg räumen. So, der kann eh nix. Au, er nix. Au, Rex. Kein Problem. Zack. Das habe ich jetzt auch schon gelernt. Das ist eine ganz gute Taktik hier. Wenn meine Technik noch nicht aufgeladen ist, wie jetzt zum Beispiel, dann... Ja, jetzt ist eh gleich wieder vorbei. Aber wenn sie noch nicht aufgeladen ist, aber ich weiß, dass sie mit dem nächsten Schlag dann aufgeladen sein wird, kann ich schon die entsprechende Taste X in diesem Fall gerade spammen. Und dann wird es immer ein cooler Combo-Angriff quasi werden, wo ich dann die Stärke erhöhen kann.
Aber irgendwie kann sie jetzt hier doch nichts machen. Warum nicht? Hm. Ich gehe jetzt mal doch dahin, wo ich eigentlich dachte, dass etwas wäre. Nämlich hier irgendwie dieser Felsen oder so. Aber das ist eigentlich auch zu weit weg jetzt. Ja, nee. Vielleicht geht es auch erst später einfach. Weil ich meine, das ist ja eigentlich schon so ein Symbol wieder. Habe ich eigentlich hier eine Legende oder so? Filter. Achso, da kann ich bestimmt. Okay, da kann ich bestimmte Dinge ein- oder ausschalten. Okay, aber was ist denn das genau? Hier. Ort. Heißt es. Okay, dann. Dann habe ich mich da getäuscht. Dieses Symbol da, wo Piper das wegbrutzen konnte, heißt doch nicht, dass dort sie etwas machen kann. Das ist einfach nur ein neuer Ort, den ich da dann betrete. Dann habe ich das falsch verstanden. Okay. Aber ich merke mir trotzdem, es gibt bestimmte Stellen, an denen Piper mir da irgendwie was freimachen kann. Also wenn ich was Auffälliges sehe, dann sollte ich da auch hingehen und mir das genauer angucken. Na gut. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Wir sind schon beim nächsten Zielort. Und finden hier vielleicht Nia. What's that sound? I felt a ripple in the ether. Feels like a driver is using a blade in battle. I'm certain of it. Let's go. Okay. Nia! Wir helfen dir! My lady, leave this to me. I'm not just gonna abandon you, Zuma. What? We're here to help, Nia! Rex! What are you doing here? My lady, now's our chance. Let's attack. All right then! Da schaut doch blöd der Gegner. Plötzlich mehr! Ja, jetzt hat er keine Chance mehr. Wir haben jetzt halt leider keinen Tank mehr, das ist ein bisschen doof. Bevor du Nia beistehst, hier noch ein kurzer Überblick darüber, was zu beachten ist, wenn du mit mehr als einem Meister in den Kampf ziehst. Dieses Symbol zeigt den Schwachpunkt des Gegners an. Okay, der hat eine Feuerschwäche, was gut ist für mich, gegen Piper. Da es sich um das Feuersymbol handelt, ist dieser Gegner also schwach gegen Feuer. Das heißt, Pyras Kräfte sollten dir hier gelegen kommen. Und noch etwas anderes, fallen die Kraftpunkte eines Meisters auf Null, wird dieser Kampf unfähig. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, ihn zu retten. Mhm. Solange die Gruppenleiste oben links ausreichend gefüllt ist, kannst du dich ihm nähern und ihm mit A aufhelfen. Dieser braucht ein Segment der Leiste. Okay, wie im ersten Teil. Wenn der Anführer der Gruppe kampfunfähig wird, helfen die Gefährten ihm selbstständig auf, falls die Gruppenleiste ausreichend gefüllt ist. Nun zu Klingenkombos. Hier hast du Energie für deine Spezialtechnik, also führe diese zuerst einmal aus. Wo kriege ich diese Energie überhaupt her und wo sehe ich das, ob die voll ist? Sehe ich das hier? Ist da meine Facecam im Weg? Versuche doch einmal eine Feuer mit einer Wasserspezialtechnik als Klingenkombo zu verbinden. Führe zuerst Piper Stufe 1 Spezialtechnik aus. Okay. Give the word, mach ich. And I will unleash my fire. Okay, here we go. Wo ist er denn? Warum haut er ab? Nein, ist mir schlecht gemacht. Egal, passt trotzdem. Für eine Klingenkombo musst du eine weitere Spezialtechnik ausführen, die eine Stufe höher ist. Nias ist jetzt auf Stufe 2, also probiere es mit ZL aus. What? Dampfbombe. Ja, das hat aber ordentlich Schaden gemacht. Das habe ich immer noch überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber, ja, oh Gott, klappt ja trotzdem ganz gut. Ich weiß nicht sicher, ob das Feuerelement heißt, dass jetzt meine Auto-Attacks auch schon mehr Schaden machen. Der nimmt aber auf jeden Fall dauerhaft dran Schaden. Irgendwie. Bam. Hat das nicht gerade geheilt? Aber das schaffen wir jetzt trotzdem. Jetzt schon nochmal? Nein, ich bin tot. Okay. Ja, da habe ich noch immer so viele Fragen. I guess that's a stupid question. Indeed. Seriously, it's good to see you. And you're all right. Right back at you. Hey, by the way, what happened to the big guy who saved us? The Titan? Are you talking about me? Wait, what? How? That's sort of a long story. Let's get somewhere we can rest. I'll tell you all about it then. That seems prudent, my lady. Sure, lead the way. I see. So you two are off to Elysium. Listen, I never thanked you properly.
For saving us, I mean. Dromark said that you carried us all the way here. We owe you our lives, Titan. No need to thank me. After all, you were the ones who saved Rex. Don't mention it. So, you Titans can regenerate. Pretty handy. This isn't something just any old Titan can... You can retire that line now. Excuse me. I'd like less of that attitude. If you had listened to me and declined that reckless job to begin with, we wouldn't be in this mess. Take a nap, you said. Like I was some kind of doddery old man. Okay, I get it. I'm a terrible disappointment. Look how sorry I am. Can you not muster even a shred of sincere remorse? Sorry, but I can't. What? If I hadn't taken the job, they'd have got their hands on Pyra. Rex. I couldn't let that happen. No way. They can never take her. Wie Nia schläft. Hello there. Still awake, I see. I can't seem to sleep. It's good to see you again, Azurda. Likewise. Though you've changed a lot since last we met, Pyra. I suppose I have. A lot's happened. Yes, it has. I wanted to thank you for saving my dear Rex. And I need to know what you told him. Is that what you really intend? Yes. It is my true desire. I see. Well, that's good enough. I have no reason to doubt you, Pyra. That said, I do have one other goal now. Jin and Malos. I cannot allow them to continue with their current course. The fate of an Aegis never changes. Right. And you're going to get Rex mixed up in this? I'm not blaming you. No matter how hard you tried, that boy would find some way to get involved. I see half your core is missing. Seems you've taken on quite a burden. Azurda, I... Promise me you'll take care of Rex. I will. Right then. We should probably try and find a town or something. Does anyone have any idea where we are? This is Gormod, a province of the Ardanian Empire. You must have seen the Gormod Titan before. Yeah, only from a distance though. We're somewhere around its belly. So, this is Gormod, huh? Hang on a second. Nia, your ears. Are you Gormoti? Well done, genius. Took you long enough. Gormot is the land of my lady's birth. Wow. Well, that's reassuring. If we want to find a town, the first step is to get out of this forest. Keep heading up, and we'll hit the plain soon. The town's that way. Brilliant.
Let's get going. Mhm. Ja, ist interessant, dass das hier so ähnlich ist wie im ersten Teil. Im ersten Teil war man halt nur auf Bionis und Mechonis, aber auch auf lebendigen Kreaturen quasi. Und hier auf den Titanen, was ja auch so ähnlich ist. Aber es gibt halt viele verschiedene von denen. Auch in ganz unterschiedlichen Größen und sowas. Opa ist jetzt sehr klein zum Beispiel. Auf dem könnte man nicht viel erkunden. Aber das ist ganz cool. Apropos erkunden, ist hier jetzt noch irgendwas? Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt habe ich ein bisschen was nämlich geskippt irgendwie. Will jetzt nochmal zurücklaufen? Ganz kurz. Ja, vielleicht kann ich da irgendwas Tolles finden. Ich glaube eigentlich, dass es, das habt ihr mir glaube ich schon mal geschrieben, dass es auch wieder einzigartige Gegner geben dürfte. In dem Spiel. Ähnlich wie auch im ersten Teil, habe ich aber noch keine gefunden. Vielleicht war ich einfach blind oder es kamen noch keine bisher. Okay, aber doch, hier war das dann, hier hat dann die Sequenz angefangen. Aber doch, ich habe hier einen Sammelpunkt übersehen. Seht doch mal. So, da ist jetzt irgendwas ultra krasses, pass auf! Nicht wirklich. Aber okay. War zumindest nicht komplett für die Katze hier zurückzulaufen. Zumindest ein bisschen was haben wir gefunden. Und hier im Wasser. Ja. Gleich noch einer. Come out, come out. Come out, come out. Oh, da ist tatsächlich selteneres Zeug. Okay, nice. Ja gut, aber jetzt können wir dann, glaube ich, weitergehen. Und dann bald eben die nächste Stadt ansteuern. Oder ein Dorf oder sowas, wo wir auch ein bisschen shoppen können vielleicht. Uns weiter upgraden können. Wäre auch nicht schlecht. Warte, ganz kurz, ist da unten was? Es sieht so aus, als könnten die was bewachen. Die hier. Greif mich mal nicht an. Das könnte... Ist hier vielleicht ein einzigartiger Gegner oder so? Das ja, natürlich gibt es auch wieder Spinnen in dem Spiel. Ich hasse es. Okay, aber gehen wir hin. Ja, da kann er gar nichts. So. Hi. Zack. Bam. So, da kann er gar nichts. Bam. Okay. Mit Ruhe ist aber hier. Okay, also sie haben wirklich was bewacht. Das finde ich gut. Ja, ich verschwende doch gar keine Zeit. Was willst du? Wir finden hier Schätze. Yay, mit Geld. Und auch Hauersplitter. Okay, das dürfte ja wieder ein Ausrüstungsgegenstand sein. Deswegen gucke ich mal. Ja, stimmt. Kann ich jetzt eigentlich auch als Nia spielen? Das würde ich auch natürlich dann ganz gerne mal machen wollen. Ja, okay. Dann werde ich das gleich mal dann ab dem nächsten Part so ein bisschen testen, wie sie dann kämpft. Und kann ich sie auch ausrüsten? Wahrscheinlich schon. Warte mal, erstmal nochmal. Ach Gott, Drawmark habe ich jetzt auch noch, um Gottes Willen. Das ist viel zu kompliziert. Ich will erstmal kurz gucken, was wir jetzt bekommen haben. Ne, es war doch kein Ausrüstungsgegenstand. War doch was anderes. Ein Sammel-Item dann oder so. Na gut. So, dann Nia. Sie hat mehr Ätherkraft. Also sie ist ja anscheinend eine Heilerin. So ein bisschen. Ich muss mal gleich angucken, was sie überhaupt für Techniken hat. Genau, das bringt ihr, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, das muss ich, wenn, dann Rex geben. Das hier. Also, der Effekt hier heißt nicht, dass wenn ich eine Heilungstechnik einsetze, dass das dann mehr heilt, sondern wenn ein Charakter geheilt wird, dann wird der quasi um mehr geheilt. Also ich muss das dem Charakter geben, der geheilt wird, nicht dem heilenden Charakter. Versteht ihr, wie ich meine? Oder? Ich glaube schon, bin mir aber nicht ganz sicher. ja, Stärke bringt ihr, glaube ich, nichts. Geschick ist Trefferrate. Bringt ja, glaube ich, auch nicht so viel. Weil Heilungstechniken dürften ja immer treffen, denke ich mal. Aber Agilität ist ganz gut für sie. Agilität ist immer gut. Und ja, das nicht so wirklich. Und KP könnte ich einfach mehr geben. Ja, mach ich das mal. Okay. Aber jetzt erstmal gucken, was sie kann. So, was hat sie denn alles? Um Gottes Willen, die hat schon 4 Techniken. Schmetterling. Physisch. Okay, macht einfach nur Schaden. Ein Ziel. Aber es lässt den Gegner schwanken. Okay. Jaguar-Kralle. Treffer lässt kleine KP-Kapseln entstehen. Mhm, okay. 10%ige Chance auf sogar 2 Kapseln. Ein Ether-Angriff gegen einen Gegner. Und macht halt auch ein bisschen Schaden. Aber nicht so viel wie der hier. Aber ist auch eher zum Heilen gedacht. Okay. Heilende Corona. Mit K, aber nicht mit C. So, heilt alle in der Fläche. Und zwar um 210. Okay. 14 aufladen ist ziemlich viel. Obwohl, Schmetterling hat auch 14. Okay, aber trotzdem.
Das will ich auf jeden Fall drin lassen. Und Zwillingswurf erzielt bei Seitenangriffen 50% mehr Schaden. Auch ein Ether-Angriff. Okay. Das ist, glaube ich, besser als Schmetterling. Ja gut, Schmetterling kann halt schwanken lassen. Die Sache ist aber, die schwanken bringt wahrscheinlich jetzt noch nichts. Aktuell. Also, wenn Schwanken und Umwerfen und Ohnmacht so ähnlich funktioniert oder genauso wie im ersten Teil, dann bringt Schwanken alleine gar nichts. So ziemlich. Wenn ich auch eine Umwerftechnik habe, dann würde es was bringen. Aber noch habe ich keine, wie es scheint. Deswegen tue ich das mal raus und mach dann Zwillingswurf hier mal rein. Okay. Weil es macht ja auch mehr Schaden. Nee, gar nicht mal. Aber das ist halt physisch. Und sie ist ja eher ein Ether-Charakter, würde ich sagen. Also das ist sinnvoller, wenn ich das so mache. Okay, ja. Upgraden, ja, ich meine, Heilungstechniken upzugraden ist immer gut. Deswegen, ich upgrade erstmal die einfach mal einmal. Jo. Für ein bisschen mehr Heilung. Okay. Genau, jetzt habe ich die Heilungsrate erhöht und es lädt sich schneller auf, die Technik, nach weniger Angriffen. Okay, gut. Was hat sie für Talente? Da könnte ich sogar auch schon vielleicht was machen. X-Knopftechnik ist sofort einsetzbar. Okay. Erhöht bei Wiederbelebung dessen KP um 15%. Agilität, Ätherkraft, Geschick. Ätherkraft. Let's go. Machen wir. Jo. Hey, we didn't do half bad. Okay. Ja, und der Rest passt, glaube ich, erstmal. Eigentlich müsste ich mir Drawmark auch angucken, aber ich habe die Klingen da eh noch nicht verstanden. Also ist eigentlich egal, ob ich mir das jetzt hier angucke, weil da drücke ich eh einfach irgendwelche Knöpfe und check eh nicht, was ich genau tue. Aber ihm könnte ich jetzt schon. Genau, den könnte ich schon modifizieren. Mit dem Hauersplitter. Okay, ich sehe da auch die Unterschiede, glaube ich, da rechts unten. Autorangriffe wären stärker, Blockrate würde sinken und Critrate würde steigen. Das ist schon ziemlich gut eigentlich. Ach so, okay, das war der Hauersplitter, den ich gerade gefunden habe. Okay, das könnte ich auch bei Rex machen. Ich verstehe. Warte mal kurz, was hat er hier? Das hat er ja automatisch alles, das Zeug. Yay. Aber er macht halt irgendwie, macht halt mehr Schaden und heilt mehr. Und KP-Kapseln, das sind halt lauter so coole Effekte, die er hat. Hier 19 gekommen, halt 3% KP bei Einsatz einer Meistertechnik. Ich weiß nicht mal, was eine Meistertechnik überhaupt ist. Aber okay. Dann will ich das, glaube ich, Pyra aber geben. Den Hauersplitter. Weil der die Autoangriffsrate, oder nicht Rate, aber den Schaden von Autoangriffen erhöht. Und Rex macht ziemlich viel Schaden mit Autoangriffen. Er hat ja sogar auch einen Ausrüstungsgegenstand, wo er nochmal 20% mehr macht. Und wenn ich das nochmals hier erhöhen kann, wäre das ziemlich gut, glaube ich. Also würde ich den gleich raushauen einfach. Crit-Rate wird sogar auch übelst krass erhöht. Dann ist fast jeder fünfte Treffer einfach ein Crit für Rex. Das ist schon ziemlich gut, glaube ich. Ja, machen wir das mal. Komm. Ja. Fuchsschwert. Okay. Und jetzt ist es halt cooler geworden. Krasser. Okay, das ist doch ganz nice, denke ich. Aber jetzt will ich ja dann eh erstmal gleich dann Nia noch ein bisschen austesten. Und Rex wird dann... Ach, sie reitet sogar wirklich auf Drawmark. Das ist cool. jetzt muss ich eh nochmal gegen die wahrscheinlich kämpfen, oder? Ne, die greifen mich ja nicht an. Genau, stimmt. Nee. Ah, noch ein Sammelpunkt. This is an area where I excel. Viel Holz. Yay. Na gut. Aber ja, ich hoffe, dass dann der Computer, wenn der Rex steuert, auch das halbwegs gut macht. Der wird wahrscheinlich nicht diese Cancel-Methode machen, die ich mache, denke ich mal. Aber trotzdem macht jetzt Rex mit seinen Autoangriffen echt schon viel Schaden. Kann Nia... Ja, tatsächlich. Nia kann auf Drawmark klettern. Die anderen klettern auch hinterher. Pyra will doch nicht ganz. Vielleicht kann sie sich auch hoch teleportieren oder so, ich weiß nicht. Wird schon irgendwie hochkommen. So, ich würde noch gerne einen Kampf vielleicht mit Nia machen wollen. Bevor wir dann gleich die Stadt erreichen. Diese Schatztruhe ist etwas anders als diejenigen, die du schon kennst. Das Symbol über der Truhe zeigt an, dass du das Spezialtalent einer Klinge benötigst, um sie zu öffnen. Auch wenn du sie jetzt noch nicht aufbekommst, brauchst du nicht zu verzagen. Erweitere den Harmonieringen nur fleißig die Spezialtalente deiner Klingen, dann wird dieser Schatz schon bald dir gehören. Mhm, okay. Schau ich mir gleich an. Erstmal will ich kurz gucken, ob hier etwas ist. Aber da komme ich nur nach unten zurück, wo ich gerade eben war. Will ich also nicht machen. Okay. Und die kann ich jetzt nicht öffnen. I wonder what we will find. Calm your mind. Okay. Also Konzentration habe ich schon Stufe 1 mit Pyra erlernt. Aber was war das andere, was noch fehlt? Schlösserknacken brauche ich noch. Also ich könnte mir jetzt wahrscheinlich angucken. Moment, ich will das mal einmal kurz machen, dass ich das checke. Ich könnte mir jetzt angucken, was ich dafür tun muss. Um das freizuspielen, richtig? Schlösserknacken brauche ich.
Ich glaube, die Erkundungsdinger sind hier rechts, oder? Schlüsselerfolg? Nee. Oder ist es einfach das hier? Nee. Wo ist denn Schlösserknacken? Das ist doch jetzt hier eins von den komischen Talenten. Das ist doch hier irgendwo, oder? Aber das sind alles Kampfdinger. Vielleicht ist es eins von denen hier? Eins von diesen Schlüsselerfolgen? Vielleicht ist es der zweite Schlüsselerfolg oder so. Und dafür brauche ich noch 100 Harmonie oder Vertrauensstufe. Vielleicht. Weiß ich nicht. Na gut. Dann lassen wir es halt erstmal. Aber das bleibt ja auf der Karte markiert. Obwohl, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das wirklich markiert bleibt oder ob das jetzt weggeht, wenn ich wieder ein bisschen weiter weggehe. Das Symbol. Ich hoffe mal, dass es markiert bleibt. So, noch einmal jetzt kurz einen Kampf mit Nia. Und gucken, wie sie jetzt funktioniert. Just do what we always do. So. Mach mal die Kombo. Also, sie greift aber ziemlich schnell an. Das ist cool. Aber trotzdem ist, glaube ich, Cancel wieder besser. Okay, aber ja, Rex geht viel zu sehr ab. Und ich komme gar nicht dazu, Nia wirklich auszutesten. Ja, das muss ich halt vor allem dann mal austesten, wenn ich viele Gegner auf einmal habe. Dann ist es auch sinnvoller zu heilen, weil das brauche ich ja aktuell gar nicht. Was war das? Pflanzenkunde. Okay, das habe ich jetzt nur deswegen öffnen können, weil Jormark schon Pflanzenkunde 1 hat. Oder wie? Okay. Aber jetzt hier gegen die beiden Spinnenviecher. So, hi. Und hi. Okay, jetzt muss ich dann gleich mal... Ich habe jetzt dazu gezwungen, dass ich heilen muss. Dann gleich eventuell, weil es anders nicht geht. Unten ist, genau. Wir können gleich nämlich gucken, wie das dann funktioniert. Ob ich auch ein Ziel auswählen muss ich dann nicht, weil ich heile ja alle in der Fläche. Einfach. Ja, die sind trotzdem schon einfach tot. Wir sind einfach schon zu stark. Okay. Ich komme nicht dazu, das auszutesten. Das dauert aber auch ziemlich lange, das Heilen aufzufüllen. Aber ist auch zu erwarten, weil Heilungstechniken sind halt was sehr Starkes und Wichtiges. Und deswegen soll man das halt nicht die ganze Zeit ausbammen können. Na gut. Umgestürzter Baum, Pyra. I call upon the power of fire. So, los geht's. Zack. Okay, ich muss auch nicht unbedingt die richtige Klinge oder den richtigen Charakter ausgewählt haben. Das hatte jetzt Jormark nicht wegmachen können, aber Pyra halt dafür. Und es reicht, wenn Pyra einfach dabei ist. Und ich muss aber nicht gerade mit ihr oder Rex spielen. Okay, ist gut. So, er kann eh nichts. Er hat übrigens eine Blitzschwäche. Hat Jormark ein Blitzelement? Moment. Ne, Wasser hat er. Wasser hat er. Okay, Blitzelement habe ich noch gar nicht. Okay. Ja, ich verstehe langsam ein bisschen mehr, glaube ich. Ich bin dann schon gespannt, wie es dann sein wird, wenn auch Nia mit Jormark mal so eine lustige Klingen-Kombo wieder machen kann. Dann werde ich wieder eh gar nichts checken wahrscheinlich, wie das dann funktioniert. Aber na gut. So, aber ich will noch nicht zur nächsten Cutscene reinlaufen. Ich würde dann erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Beim nächsten Mal geht es dann auch hier in diesem kleinen Wald weiter, aber es sieht so aus, als würden wir da hinten schon wieder rauskommen. Und ich sehe da hinten schon große Berge oder so. Oder irgendwas anderes. Und dann werden wir vielleicht beim nächsten Mal schon eben irgendeine große Stadt erreichen können. Ich werde dann noch mit Nia ein bisschen mehr spielen, sie noch mehr austesten. Ich glaube trotzdem jetzt schon, dass mir Rex ein bisschen besser gefällt, weil ich halt so physische, offensive Charaktere lieber mag als Heiler. Das war im ersten Teil auch schon so. Aber ich werde trotzdem hier auch wieder schön viel Abwechslung walten lassen, mit vielen verschiedenen Charakteren spielen. Also beim nächsten Mal werde ich noch den ganzen Part lang mit Nia wahrscheinlich spielen und noch ihre Fähigkeiten auf Jormark weiterhin austesten. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.